Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Die Einführung des Wahlrechts und der Menschenrechte in Österreich im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Einführung des Wahlrechts und der Menschenrechte in Österreich. Die in der Revolution 1848-1849 von vielen Menschen der österreichischen Monarchie vertretene Forderung nach politischer Mitbestimmung und damit auch dem Wahlrecht wurde von den Habsburgern nicht erfüllt und der Aufstand niedergeschlagen. Aufgrund der zunehmenden Unzufriedenheit in einigen Teilen der Monarchie war der österreichische Kaiser Franz Josef in den 1860er Jahren gezwungen, ein sogenanntes Zensuswahlrecht einzuführen. Nur jene Menschen durften wählen, die zur Zahlung von Steuern in einem bestimmten Ausmaß verpflichtet waren. Das Gewicht der abgegebenen Stimmen hing von der Höhe der bezahlten Steuern ab. Wer zu wenige oder keine Steuern zahlte, durfte nicht wählen. Im Jahr des österreichisch-ungarischen Ausgleichs wurde 1867 in Österreich das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger gültig, die sogenannte Dezemberverfassung. Dieses Gesetz enthielt neben der Gewährung von Menschen- und Grundrechten wie die Presse- und Glaubensfreiheit die Zusicherung, dass alle Menschen Österreichs gleich vor dem Gesetz behandelt werden sollten. Unter dem aktiven Wahlrecht versteht man die Möglichkeit, jemanden wie Parteien oder Politiker oder Politikerinnen wählen zu können. Die Möglichkeit selbst, zum Beispiel als Abgeordneter in das Parlament gewählt zu werden. Das wäre das passive Wahlrecht. 1907 wurden in Österreich das allgemeine Wahlrecht für alle Männer unabhängig von den von ihnen bezahlten Steuern eingeführt. Männer konnten ab dem Alter von 24 Jahren Abgeordnete wählen, man spricht hier vom aktiven Wahlrecht, und ab dem Alter von 30 Jahren selbst gewählt werden. Hier spricht man vom passiven Wahlrecht. Nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918, dem Ende der Monarchie und der Ausrufung der Ersten Republik, wurde 1918 das Wahlrecht für alle Österreicherinnen und Österreicher, also erstmals auch Frauen, ab einem Alter von 20 Jahren das aktive Wahlrecht eingeführt. In den 2000er Jahren, im Jahr 2007, wurden in Österreich Veränderungen des aktiven Wahlrechts vorgenommen. Es wurde möglich, per Briefwahl abzustimmen und Menschen ab dem Alter von 16 konnten nun wählen. Das Wahlalter lag nun bei 16. Das passive Wahlrecht haben Menschen in Österreich in der Regel ab dem Alter von 18 Jahren. Nur bei der Kandidatur, bei der Bundespräsidentinnenwahl muss man am Wahltag mindestens 35 Jahre alt sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Phase des Imperialismus.